Ja. Oida, was geht ab, Leute? Scheiße, Team Bubble Tier. Heute mit einem neuen Segment. Aber du hast fünfmal umgekehrt. Du hast mich selber. Ja, wieso schreckt ihr so, Mann? Warte, mach das Video dann schon. Aber echt, Mann. Oida, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Heute mit einem neuen Segment. TBT Storytime. Ein paar Geschichten. Erzählen wir euch ein paar, die nicht unbedingt vor die Kamera gehören. Aber egal, ihr kennt uns. Heute kommt alles raus. Heute kommt alles raus. Erstmal Einleitung, ja. Und das heutige Thema geht um Bargisch und seine YCS-Story in Bochum-Tobach. Erstmal Story, wir fangen ganz normal an. 2010 war es, glaube ich, YCS Bochum. 1298 Leute, die erste YCS in Bochum. Ich damals, na klar, kein Meterspieler, Gladiatoren. Es war nicht Meter, Meter war X-Saber und bisschen Monarchen. Aber Hartz-Meter war X-Saber. Und ich kam Top 8. Und ja, damals kannte man Rulings noch nicht so gut und so weiter. Und ja, jetzt schauen wir mal, reden wir weiter. Das ist ja immer die Geschichte, die Vibalisch mir erzählt hat, warum er so oft gewonnen hat. Ja. Er hat der Gladiator Blitz gespielt, er hat Gazaros gespielt und damals kam Warning neu raus. Ja. Und da hat man natürlich dreimal gespielt oder zweimal und da war Bottomless auf 2, glaube ich. Und ja, da kam Gaisarus und auf die Beschwörung kam dann das Warning. Und Barisch hat dann in der Zeit Bribe gespielt, ja, natürlich. Hat dann Bribe aktiviert auf Warning. Und dann, wenn das natürlich jetzt weg ist, kann man auf, dann ist ja dann die Beschwörung durch und man kann darauf immer noch was aktivieren. Und er sagt dann, ja, nein, es geht nicht. Also sprich, der Gegner wollte noch BTH machen auf Gaisarus. Und dann sagt er so, nein, das geht nicht. Ja, weil irgendwie Kettenglied 3, aber das ist kein Kettenglied 3, sondern das ist... Speed 3. Ja, aber das ist eine neue Kette. Ist ja klar. Ja, aha, es ist klar. Auf jeden Fall hat er deswegen oft die, die Spiele gewonnen. Und er hat es mir dann auch selber dann noch erzählt. Und das hat die, ganz ehrlich, ich habe echt oft nur wegen diesem Ding gewonnen. Die haben es ihm auch noch geglaubt, die Spieler. Ja. Und da war natürlich auch noch eine lustige Geschichte mit Vittorio, ja, das kann Nico, noch dabei, Mann. Das kann Nico erzählen, er war live dabei, er saß daneben, Mann. Also ich war live dabei, ich habe das mit meinen Augen eigenen Augen gesehen, ich konnte es nicht glauben, ja. Vittorio hat, glaube ich, Monarchen gespielt. Ja, also Vittorio, genau, Vittorio Victor war früher Spieler, der auf Tops war. Ich glaube, der hat alles gewonnen, DM, EM, Fahrradtour, alles. Er war, glaube ich, ja, er war eigentlich damals der bekannteste Spieler. Bayerisch hat in der Vorrunde, eine der letzten Vorrunden hat er gegen ihn gespielt. Vittorio hat, glaube ich, Monarchen gespielt mit Baumfrosch. Bayerisch hat Gladiatoren gespielt. Und ja. Mit Gladiatoren, sage ich mal, spielt man halt hinten einfach viele Karten, Bribe, Warning, dies und das, ne, viel Schutz. Bayerisch hatte 5 Sets, ja, kein Monster auf der Hand. Vittorio hatte, glaube ich, Baumfrosch oder ich weiß nicht was. Ich hatte ein Monster aber auf dem Feld, aber ich wollte Gaisarus. Ach so, ja, genau, stimmt. Bayerisch hatte ein Monster auf dem Feld, hat Proving Ground aktiviert, obwohl er 5 hinten verdeckt hatte, ja. Und er hatte, und wir wollen sie, genau, er hat es gleich in den Friedhof geschmissen, anstatt aufs Feld zu legen, ja. Und dann hat er so, da hat man genau die eine Sekunde ihm angesehen, wo er dann, oh scheiße. Ja, es war keine Absicht, Leute. Ich bin kein Cheater, ich bin ein ehrlicher Spieler. Ich hatte 5 Set. Ich wollte wieder Gaisarus schießen und alles. Dann habe ich weiß nicht warum, wirklich, ich weiß nicht warum. Ich habe Proving Ground direkt in Grave gelegt. Das ist die ein Grab, Gladiator-Monster vom Deck sucht. Ich habe sie in Grave getan und dann habe ich Vittorio angeschaut. Ich so, fuck, es geht ja gar nicht. Er hat mich nur angeschaut, er so, okay. Dann dachte ich mir, alles klar. Warte, ich habe Bestiari gesucht, Gaisarus, Schuss, Schuss, Angriff, ja, tot. Ja, genau. Noch dazu, was hast du gesagt, du bist kein Cheater, du hast es gemerkt, dass es eigentlich gar nicht geht, aber hast es dann trotzdem noch weitergespielt? Ja. Und hast du dann gesagt, okay, hey, sorry, das war gerade Fehler, ich habe 5 Sets, das geht nicht? Ja, das ist so wie, kurz bevor du Destroyer halt beschwörst, da bist du halt so ein bisschen geil drauf. Kennst du es nicht, das Gefühl? Halt, Gaisarus ist kurz vorm Kommen, ich sag, fuck, ich schau ihn an, er sagt, okay, dann kann ich nicht als Teil sagen, dann habe ich halt ausgepackt. Also bist du schon ein Cheater. Boah, du hast es gemerkt, du bist Cheater. Ich gebe es zu, es war nicht in Ordnung, aber... Aber ich wurde auch oft becheatet. Ich habe Wailer so oft in der Battle-Phase kassiert damals. In der Battle-Phase. Wailer war Main, 3 Stück. Ich mache Bestiari, Battle-Phase, Wailer, Negate. Mumillo, Schuss auf Monster, Negate. Ich habe den so oft kassiert, ohne Witz. Aber das ist auch dann deine eigene Blödheit, ne? Und ganz ehrlich, Barisch, scheu dich woanders aus. Du hast gecheatet, Mann. Nein, noch schlimmer. Was? Ich habe Heraklinus, ist im gegnerischen Zug. Ich habe Heraklinus auf Feld. Ich werfe eine Karte ab,
aktiviert Wailer. Ich schwör, aber ich hatte Streitwagen, da habe ich seinen Wailer negiert. Ich schwör, es war zu krass. Das war echt. Ich war universell, Mann. Ich habe noch eine Geschichte, ich glaube, das war auch vor dem Turnier. Und zwar hast du ein paar Fusionsfaxen gemacht. Ja. Da hattest du Minus. Ja. Und dann hast du Judge gerufen und gesagt, hey, Judge, was ist da los? Gegner, zu viele Karten. Er hat bestimmt gecheatet. Ja, okay, ist auch zu krass. Also, wir reden über ein Turnier, was vor 6 Jahren war. Das war mein erstes offizielles Turnier. Das war mein erstes offizielles Turnier. Es war so, ich hatte 2 Gladiatoren auf dem Feld. Danach wollte ich halt fusionieren. Habe ich gemacht, ich habe sie drauf getan. Und dann habe ich nachgedacht, was kann ich ihm geben, auf was soll ich zielen? Dann schaue ich auf einmal auf mein Feld. Ich habe Geysarus nicht rausgetan. Ich hatte die 2 Monster im Deck. Ich so, fuck, was ist hier los? Ich war im Plus. Dann schaue ich so den Gegner, er hat mehr Karten. Ich so, Judge. Jetzt kommt die krasse Geschichte. Ich so, was ist hier los? Ich war im Plus. Wo sind meine Monster hin? Der Typ so, ich habe keine Ahnung. Dann ich sag so, Judge, wir können nachzählen. Ich habe angefangen, bla bla, die Karten vom Friedhof, wir haben alles nachgezählt. Er hat mehr Karten als ich, obwohl ich angefangen habe. Damals hat man mit 6 Karten angefangen. Ich so, Judge, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock zu reden. Er hat mehr Karten, er hat gecheatet. Das Schlimme ist, der Judge so, ja, da muss ich ihm schon recht geben. Er hat mir recht gegeben. Und ich erinnere mich wirklich nicht mehr, was dann genau war. Irgendwie kam es dann, ging der Judge weg. Und dann ist mir eingefallen, dass ich noch Geysarus beschwören durfte. Dann habe ich ihn besiegt, dann habe ich mich nach dem Duell noch entschuldigt und so weiter. Aber es war schon auch verrückt. Hat er kein Geheimnis bekommen, der Gegner? Nee. Nein, das war echt komisch. Irgendwie. Also ein ganz verrücktes Spiel, ein ganz verrücktes Turnier von Barış, ja, aber man sieht einfach, dass er ein Cheater ist, ja. Er hat sich echt, er war Top 8, er war Top 8, ja, ist Top 8 gekommen und da haben wir uns eigentlich erst richtig kennengelernt auf diesem Turnier. Ja, ja. So, ja. Ja, aber trotzdem, in meinen Augen, richtig krasser Cheater, ganz ehrlich, ja. Also das war die Geschichte von Barış und seinem Top YCS Bochum. Schreibt doch in die Kommentare, was ihr davon haltet. Schreibt rein, ob man ohne Cheaten auch in die Tops kommen kann oder ob wirklich Cheaten gebraucht wird, ja. Wie gesagt, ich kann es nur noch mal wiederholen. Ich habe ein paar unsaubere Züge gemacht, aber eigentlich bin ich ein ehrlicher Spieler. Ich lasse auch manchmal Gegner was zurücknehmen, das mag ich nicht, aber spielt's ehrlich. Das war vor 6 Jahren, Mann. Ich hoffe, euch gefällt das neue Segment. Es werden noch ein paar andere Geschichten folgen. Schauen wir mal. Bis dahin, leidet nicht. So wie Barış hier jetzt. Servus Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es uns, lasst uns ein Like da, gefällt mir drücken. Schreibt in die Kommentare, was euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach unten, dann wissen wir Bescheid, aber gebt uns konstruktive Kritik, damit wir darauf eingehen können, dann werden die Videos besser. Ihr könnt umsonst abonnieren, das kostet nichts, dann bleibt immer auf dem neuesten Stand, weil es kommen täglich Videos. Und immer schön kommentieren. Unten unter dem Video sind schön die Sponsoren aufgelistet. Das sind gute Sponsoren und gute Preise. Und checkt noch die Facebook-Seite ab, checkt die Sponsoren ab und leidet's nicht und schaut's vorbei.